Im heutigen Makramee-Anleitungsvideo zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du diese simple Kette mit Anhänger und Perlen selber knüpfen kannst. Das Ganze habe ich hier in zwei Farben für dich vorbereitet. Zu diesen beiden Farben jeweils gibt es ein DIY-Set, wo du alle Materialien zusammenbekommst, die du brauchst, um das Ganze knüpfen zu können. Und jetzt viel Spaß beim Video. Die Materialien, die du zum Knüpfen brauchst, sind zwei Fäden der Länge 150 cm, zwei weitere der Länge 50 cm, dann zwei kurze mit 40 cm und den Abschlussfaden für den Verschlussknoten in Gold mit 20 cm. Dann noch zwei Zahnradperlen, wo zwei Fäden durchpassen, zwei Perlen mit Rille und zwei Abschlussperlen der Größe 3,8 mm, wo ebenfalls zwei Fäden durchpassen. Die zentrale Steinperle hat einen Durchmesser von 8 mm und zum Abschluss brauchst du natürlich noch deinen Anhänger in Federform. Ich habe dir wie immer alle Materialien einzeln in der Beschreibung verlinkt und ebenfalls den Link zum DIY-Set, wo du alle Materialien zusammenbekommst. Nimm zunächst die beiden langen Fäden der Länge 150 cm und fädle diese gemeinsam durch den Anhänger. Stell dann sicher, dass der Anhänger genau in der Mitte von den Fäden ist, dass die Enden hinten also alle gleich lang sind. Und dann spannst du die eine Hälfte der Fäden oben ein, sodass der Anhänger genau am Klemmbrett fest ist. Dann nimmst du einen dieser Fäden als Leitfaden, hältst ihn straff und der andere legt sich in einem Rippenknoten dort drumherum, um das Ganze zu befestigen. Dann umspannen, dass der Anhänger oben ist und dann auf der anderen Seite das gleiche. Den einen Faden straff halten und den anderen drumherum wickeln. Jetzt sollte das Ganze symmetrisch sein und du machst jeweils auf beiden Seiten nochmal einen Rippenknoten in die andere Richtung, das heißt hier den Faden jetzt nach rechts legen und von der anderen Seite umknoten. Und auch auf der rechten Seite das Ganze kreuzen, in diese Richtung straff halten und nach links umknoten. Jetzt kannst du die beiden Seiten verbinden, indem du den rechten Faden über den linken hältst und straff ziehst und den anderen drumherum knotest. Als nächstes brauchst du einen Faden der Länge 50 cm, greifst den mittig so in einer Schlaufe und gehst unter dem ganz linken hier drunter durch, bringst die Schlaufe nach rechts, ziehst die Fäden nach oben raus und machst das Ganze fest. Und dann beide Enden nochmals drüber, also hier mit dem rechten beginnen, drüber und dann hier aus der Schlaufe herausziehen. Und auch den unteren drüber weg und hier rausziehen. Dann das Ganze einmal nach oben festschieben und den darunterliegenden Faden drüber weglegen. Weiter geht es mit diesem hier. Der wird über den nächsten Haltefaden ebenfalls drumherum geknotet. Und dann kommt jetzt hier ein Wenderippenknoten mit dem zweiten. Das heißt, du gehst einmal so wie eben drüber weg, kreuzt dann darunter durch und gehst direkt nach links wieder raus. Und dann den äußeren Haltefaden ebenfalls drüber weglegen und hier mit einem normalen Rippenknoten festmachen. Schauen wir uns das Ganze spiegelverkehrt nochmal auf der rechten Seite an. Also auch hier wieder einen Faden der Länge 50 cm in der Schlaufe greifen, drunter durchgehen, unter dem äußersten rechten Faden die Schlaufe drüber führen, die Enden herausholen, festmachen und dann beide Enden erneut drüber weg und aus der Schlaufe rausführen, um das Ganze hier zu befestigen. Dann auch hier wieder nach oben festschieben und den nächsten Haltefaden nach rechts drüber legen. Dann wieder beginnend mit dem ersten Arbeitsfaden hier
einen normalen Rippenknoten, also zweimal in die gleiche Richtung, und dann mit dem zweiten hier einen Wenderippenknoten, also einmal so drüber weg, dann kreuzen, in diese Richtung straff halten und direkt nach rechts. Dann auch hier den äußeren Haltefaden nach links legen und straff halten und mit dem Arbeitsfaden zweimal umknoten als normalen Rippenknoten. Jetzt sollte das Ganze wieder symmetrisch sein und du nimmst dir eine der zahnradförmigen Perlen und führst die beiden mittleren Fäden hier dadurch. Dann beginnend auf der linken Seite den ersten Haltefaden drüber weglegen, straff ziehen und den Faden, der aus der Perle rauskommt, mit einem Rippenknoten befestigen. Dann gleich den zweiten hinterher und ebenfalls festmachen. Auf der rechten Seite wiederholen. Also erst den inneren Haltefaden nach links legen, straff halten und mit dem Faden, der aus der Perle kommt, befestigen. Und dann direkt den äußeren Faden ebenfalls drüber weglegen, straff halten und auf die gleiche Weise festmachen. Dann nimmst du dir den vierten Faden von rechts, also diesen hier, legst ihn über die nächsten beiden nach links, ziehst ihn straff und umknotest ihn zweimal. Auch auf der rechten Seite jetzt den vierten von rechts nach rechts legen und einmal umknoten lassen. Und dann kannst du dir alle Fäden bis auf die äußersten linken drei zur Seite legen. Schnapp dir dann einen der kurzen Fäden mit Länge 40 cm, ebenfalls wieder in so einer Schlaufe, und mach ihn an dem äußersten linken fest, genauso wie wir das vorhin schon gemacht haben. Dann wieder das Ganze nach oben festschieben. Und dann nach und nach die nächsten beiden auf die gleiche Weise umknoten. Also jetzt hier den nächsten Haltefaden drüber weglegen, straff halten, zweimal umknoten lassen. Und dann auch hier den dritten auf die gleiche Weise festmachen. Als nächstes wiederholen wir das Ganze auf der rechten Seite. Also das hier ist dein erster Haltefaden. Nimm dir also wieder einen Faden der Länge 40 cm in der Schlaufe und mach ihn fest. Und dann die beiden Enden erneut drumherum, um das Ganze ein bisschen länger zu machen. Dann wieder nach oben festschieben. Den nächsten Haltefaden über die beiden Arbeitsfäden legen und das Ganze wiederholen. Ein drittes und letztes Mal. Und dann sollte alles wieder symmetrisch aussehen. Als nächstes brauchen wir wieder die drei ganz linken Fäden. Du nimmst dir den äußersten linken, gehst unter dem zweiten drunter durch, hältst diesen hier straff und machst einen Rippenknoten.
Und dann legst du den nächsten hier drüber, hältst den ebenfalls straff und machst einen Wenderippenknoten. Also einmal von dieser Seite drüber weg, dann direkt drunter durch und in die andere Richtung zurück. Jetzt kommt auf den äußersten linken Faden eine Perle mit Rille. Und dann wird auch hier der Haltefaden wieder drüber weggelegt und von dem Arbeitsfaden hier festgemacht. Schauen wir uns auch das wieder auf der rechten Seite an. Der ganz rechte unter dem zweiten drunter durch und in einem normalen Rippenknoten daran festmachen. Dann den nächsten Haltefaden drüber weglegen und einmal in der Standardrichtung und dann direkt gekreuzt in die andere Richtung umknoten, sodass du eine Wende hier machst. Dann auch auf den äußersten Faden wieder eine Messingperle mit Rille fädeln, über den Arbeitsfaden drüber weglegen, straff halten und festmachen. Als nächstes führst du diese beiden Linien hier fort, indem du diese beiden als Arbeitsfäden daran festmachst. Also zunächst hier den inneren nach rechts legen und straff halten und dann von den beiden anderen umknoten lassen in einem einfachen Rippenknoten. Auch außen das Ganze wiederholen. Und zu guter Letzt auch hier den ganz linken Faden drüber wegführen und ebenfalls zweimal umknoten lassen. Wenn alles gut gelaufen ist, sollten jetzt hier diese zwei Fäden sein und dann hier die drei Haltefäden. Und einer deiner langen Fäden sollte noch hier in der Mitte sein. Und auf diesen fädelst du jetzt die große Steinperle. Schauen wir auch hier wieder die rechte Seite an. Den langen in der Mitte, den legst du zur Seite. Und dann beginnend mit dem dritten von rechts als Haltefaden nach links legen und die beiden kurzen Fäden, die darunter rausschauen, in Rippenknoten daran festmachen. Den nächsten Haltefaden dazu nehmen und dann auch hier den ganz äußersten rechten ebenfalls drüber weglegen und auch hier zweimal umknoten lassen. Du solltest jetzt also hier diese zwei kurzen Fäden haben, in der Mitte zwei lange und dann hier die drei Haltefäden links und rechts. Diese beiden kannst du dir jeweils links und rechts schon mal abschneiden, die werden nicht weiter gebraucht. Schieb dir dann die Steinperle ganz auf Anschlag fest, führe den zweiten langen Faden nach links darunter weg und leg die linke Hälfte einmal weg. Und dann nimmst du dir hier den innersten von diesen drei rechten Haltefäden. Schau nochmal, dass die Perle wirklich auf Anschlag ist. Legst den hier drüber weg, hältst den straff und machst den Faden, wo die Perle drauf ist, daran fest. Auch auf der anderen Seite den Faden, der hier drunter rauskommt. An dem linken inneren Haltefaden festmachen. Und dann die linke und die rechte Hälfte zusammenbringen, indem du einen Rippenknoten nach links machst.
dann gerne hier schon mal auf die Perle drücken, dass das Ganze mittig sitzt. Und auf der Rückseite sollte der Faden jetzt eben diagonal drüber langlaufen. Weiter geht es auf der linken Seite. Du hast jetzt die zwei Fäden, die hier herauskommen, und den dritten langen, der hier in der Mitte ist. Du legst diesen über die beiden kurzen, hältst ihn straff und lässt ihn umknoten mit normalen Rippenknoten. Und dann den Faden, der hier herauskommt, ebenfalls drüber weglegen, straff halten und erst einen normalen Rippenknoten machen. Und dann hier einen Wenderippenknoten. Also einmal in diese Richtung, dann drunter durch und direkt nach links. Dann hier den äußeren wieder drüber weglegen und einen normalen Rippenknoten durchführen. Und dann kannst du hier die linke Seite weglegen. Und wir machen das Ganze rechts nochmal. Also auch hier den dritten von rechts über die anderen beiden nach rechts legen und zweimal umknoten lassen. Dann den nächsten hier dazu nehmen, ebenfalls drüber weglegen, straff halten und einen normalen Rippenknoten und dann einen Wenderippenknoten durchführen. Die äußere Linie wieder nach links legen, straff halten und einen normalen Rippenknoten machen. Und dann sollte hier wieder alles symmetrisch aussehen. Auf die beiden mittleren Fäden kommt jetzt die zweite Zahnradperle. Und dann hier nacheinander die beiden langen Fäden außen mit dem Faden, der aus der Perle kommt, umknoten. Auf der rechten Seite das gleiche, also hier den zweiten langen von rechts über den Faden aus der Perle legen, straff halten, zweimal umknoten und den letzten hier ebenfalls drüber weglegen, straff halten und umknoten. Wenn alles gut gelaufen ist, solltest du jetzt hier in der Mitte die vier langen Fäden haben und hier jeweils die zwei kurzen links und rechts und die kannst du dir wieder abschneiden. Jetzt sind wir fast fertig. Du nimmst dir den zweiten von rechts, legst ihn über die anderen beiden linken, hältst ihn straff und lässt ihn umknoten. Dann einmal die Richtung kreuzen und einen Rippenknoten nach rechts machen. Und dann auf der anderen Seite den ganz rechten unter dem zweiten drunter durch und daran festmachen. Und dann auch wieder kreuzen und einen letzten Rippenknoten nach links machen. Hier dann die beiden mittleren Fäden in einem Rippenknoten nach links abschließen. Und dann kannst du hier die 8 kurzen abgeschnittenen Fäden nochmal sauber abschneiden und mit dem Feuerzeug festbrennen. Jetzt hast du hier links und rechts noch jeweils 2 lange Fäden übrig und kannst 2 davon oben einspannen und die anderen beiden miteinander verdrillen.
Wenn du nicht weißt, wie man zwei Fäden miteinander verdrillt, dann schau dir doch dazu nochmal mein Grundlagenvideo an. Das habe ich dir jetzt hier oben rechts verlinkt. Da ist das alles nochmal detailliert erklärt. Wenn der verdrillte Teil dann eine Länge von ca. 40 cm hat und hier die beiden Enden dann fast komplett verdrillt sind, kannst du dir deine Abschlussperle nehmen und die beiden Fäden da durchfädeln. Und dann hier am Ende mit einem Überhandknoten alles festmachen, dass die Perle nachher nicht mehr wegrutscht und die Perle auf Anschlag festschieben. Dann auch auf der anderen Seite das Ganze einmal wiederholen. Wenn du dann mit beiden Fäden fertig bist, kannst du ja auch wieder abschneiden und das Ganze festbrennen. Und dann zum Schluss die Kette wieder einspannen, dir den Goldfaden nehmen, hier mittig unter beiden drunter durch und einen Verschlussknoten machen, um das Ganze zu beenden. Wenn du nicht weißt, wie ein Verschlussknoten geht, auch dazu habe ich noch ein extra Video, wo das nochmal detailliert erklärt ist. Da kannst du einfach wieder oben rechts dem Link folgen und dir das nochmal in aller Ruhe anschauen. An dieser Stelle ist die Kette dann fertig. Wenn du dir weitere Makramee-Videos wünschst, dann gib dem Ganzen noch einen Daumen nach oben. Ansonsten kannst du hier wie immer meinen Kanal abonnieren und findest hier ein weiteres Video. Stell mir deine Fragen gerne unten in den Kommentaren. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.